So, geht weiter mit der Hero League. Wir spielen Battlefield of Eternity, das heißt Atanis-Zeit. Schauen wir mal. Ich weiß gar nicht, wie viele Spiele ich jetzt schon aufgenommen habe. Baller. Lara. So, wir werden danach Was haben wir danach, Bahn? Ich hätte jetzt tatsächlich ehrlich auf die Valar getippt. Wir werden danach. Was ist noch beschissen für uns? Cannon Blaze, okay. Dann waren wir relativ flott. Hanzo, werden wir danach bannen. Ich bin bereit. Trollpick, oder? Dieses Reich braucht mich. Genau. Da kommt ein Hanzo jetzt. Okay, sie können kein Hanzo mehr gehen. Anna, bereit zum Einsatz. Bereit für den Kampf! Ich folge der Stimme Eluns. Okay, sie spielen mit Solo Blaze, okay. Warum nicht? So, dann wollen wir mal schauen. Wir werden natürlich ungleiche Kontrahenten spielen. Und dann werde ich hochgehen. Der Rest des Teams geht runter. Eigentlich ein solides Lineup. Die Anna, weiß ich nicht, wie gut die ist. Dann müssen wir mal schauen. Die spielen mit anderthalb Supporter und ein Blaze. Backline Zerstörung an dem Blaze vorbei mit dem Swap möglicherweise. Und dann hinten in die Backline alles zerstören. Das ist der Plan. Blaze kann nicht so viel machen hinten. Los, ich will Kämpfe sehen. Herr Muradin, er hat schon gepinkt, ne? Lass mich mal vor, da bitte, please. Ein kühner Plan. Ein guter Start. Level 4. Zum Brunnen gegangen. Wir
Ah, jetzt muss ich aufpassen. Irgendwer wird jetzt porten. Den Brunnen hat er schon benutzt, das hat man gesehen. Da kann ich das jetzt zurück. Werde ich aber wahrscheinlich die Zeit nutzen können, um das Camp zu machen. Zeit für ein neues Talent. Und erbärmlichen Geister helfen. Der endlose Krieg bricht über euch heran. Du wurdest besiegt. Schade, da war ich zu gierig wieder mal. Lasst uns dieses Söldnerlager erobern. Ich sag mal, gegen den Greymane darf ich nicht zu übertreiben. Er hat zwar keine Lebensfunktion, er muss wieder porten. Nur der Tod. Hallo, mach das Camp. Oh, dann machen wir es eben nicht, sie haben es auch nicht gemacht. Ein Talent auf. Ein kühner Plan. Mein Zorn ist keineswegs besänftigt. Ich werde zurückkehren und die Himmel werden brennen. Machen wir, wenn die Lieblinge da oben den Kältes verarbeitet. Komm, Sterbliche! Ich werde diesem Tor eine Lektion erteilen. Wir haben diese Herausforderung gemeistert. Wieder nicht das Camp. Unser Weg ist vorgezeichnet. Die Herrschaft der brennenden Hölle wird endlos sein. Die
Genau wie ich. Ich genieße das. Doppelkill. Oh, ich habe gerade nicht aufgepasst. Genau reingelaufen in den Flamespark. Die Minga das Camp unten geklärt. Sie müssen das noch klären. Das könnte doch das vorgeben. Oh, gut, dass wir das noch gemacht haben. Level 10 werden wir. Entscheid dich für dein Talent. Wir werden schon auf unter, ja, unter Druckungsimpuls gehen gegen Greymane und gegen Tyrande. Bin gemacht von Li Ming. Nice. Herrlich! Ein weiteres Talent. Haptisch. Nanoboost aktiv. Ja, ich kann runtergehen, da müssen wir eigentlich nichts machen. B-Socken kann ich da oben sowieso nicht. Der brennende Atem der Hölle wird euren prächtigen Himmel in Asche verwandeln. Oh, nice. Schöne Eule. Ich versorge deine Wunden. Mein Tod ist nicht das Ende, wie es für die kümmerlichen Sterblichen der Fall ist. Ich werde zurückgehen und die Himmel werden fallen. Heck. Zauberpanzerung. Ich versorge deine Wunden. Oh nein, bitte nicht, ey. Unser Weg ist vorgezeichnet. Primärziel ausgemacht. Erzittere vor deinem wahren Herrn. Okay, jetzt müssen wir mal gucken. Wir haben, können Big Points landen jetzt hier.
habe kein Mana mehr und bin tot. Ihr ehrt mich, Freund. Zieht euch zurück, Krieger. Es ist vorherbestimmt. Weg! Oh, das ist nicht gut. Jetzt wird's schon. Nanodosen infiziert. Die Zukunft gehört uns. All nur geschehen. Ich darf euch ein Darbet malen. Blutrausch. Schade. Schade. Dabei war es so ein schöner Blutrausch. Oh nein! Du musst hier hoch rein! Knappes Ding. Ich muss ein bisschen. Oh nein, er ist interrupted worden. Scheiße. Weg, Muradin. Du darfst da jetzt nicht sterben, Muradin. Oh no, 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 no. Heil ihn. Du musst ihn heilen. Oh, er stirbt durch die Eule. Unlucky. Bam, bam, Doppelkill. Ich danke euch, Heiler. Unser Weg ist vorgezeichnet. Darauf ist mein Feind nicht vorbereitet. Bei den Kälter solltet ihr noch bekommen. Ein kühner Plan. Ich sehe, du hast viele Talente. So, was werden wir jetzt gehen? Wir werden natürlich die Sache der Dailam gehen. Da lohnt sich nicht mehr mit gegen das Team zu spielen. Sehr gut. Blutrausch. Wir geben ein herrliches Team ab, du und ich. Gute Anna. War ein bisschen unlucky, dass sie manchmal die Leute einfach nicht retten konnte. Als die Eule getroffen wurde. Mich hat sie einmal gesaved, das war knapp. Die Zauberpanzerung da noch nicht gehabt. Aber ich habe ein bisschen aggressiver gespielt, nicht so viel Schaden gemacht, aber
aggressiv gespielt und auch gegen den Greyman. Und dann in die Backline vorbei am Tank. Das hat einigermaßen gut funktioniert, vorbei am Tank und dann die Backline hinten ein bisschen unter Druck zu setzen. Aber ich bin dann meistens gestorben. Einmal habe ich es ganz knapp überlebt. Das war ein bisschen zu aggressiv, hätte ich nicht unbedingt machen müssen. Aber ja, ich denke, der Plan, den ich hatte, ist einigermaßen gut aufgegangen. Durchaus ein bisschen besser spielen können. Schauen wir mal kurz rein. Gute Baller, gute Liming. Ich habe im Early Game oben in der Lane ein bisschen Schwierigkeiten gegen den Greyman gehabt. Und danach eigentlich relativ gut den Greyman mit dem Ultima rausgenommen. Nicht so gute Swaps diesmal wie sonst, aber es war okay. Naja, gut, dann sehen wir uns zum nächsten Mal wieder. Danke fürs Zusehen. Tschüss.